Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. Bei dieser Art Gleichung sorgt man zuerst dafür, dass die Vorzahl von Cosinus x 1 ist. Wenn sie nicht 1 ist, dann teilt man die ganze Gleichung durch diese Vorzahl und dann ist sie 1. Anschließend drückt man die Vorzahl von Sinus x als Tangens von einem Winkel aus. Das ist möglich für egal welche reelle Vorzahl von Sinus von x. Hier ist die Vorzahl 1 und 1, das ist der Tangens von Pi Viertel. Jetzt schreiben wir Tangens von Pi Viertel in die Form Sinus von Pi Viertel geteilt durch Cosinus von Pi Viertel und dann multiplizieren wir die gesamte Gleichung mit Cosinus von Pi Viertel. So erhalten wir das hier. Cosinus von x mal Cosinus von Pi Viertel steht da. Sinus von Pi Viertel geteilt durch Cosinus von Pi Viertel mal Sinus von x mal Cosinus von Pi Viertel steht da. Und hier müssen wir ebenfalls mit Cosinus von Pi Viertel multiplizieren. Das heißt, wir multiplizieren mit Quadratwurzel von 2 halbe. Quadratwurzel von 2 mal Quadratwurzel von 2 halbe, das macht 1. Und diese 1 kann umgeschrieben werden als Cosinus von 0. Hier links sehen wir Cos, Cos plus Sin, Sin. Durch die entsprechende Additionsformel von Cosinus wissen wir, dass diese Summe genau dasselbe ist wie Cosinus von x minus Pi Viertel. Die 1 haben wir als Cosinus von 0 geschrieben und somit haben wir die Grundgleichung Cos gleich Cos. Diese Grundgleichung löst man so, wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn dieser erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen übertragen wir auf unsere Gleichung und finden somit, dass der erste Winkel x minus pi Viertel gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel 0 plus 2kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Plus minus 0, das ist aber 0, also steht hier rechts 2kpi und somit erhalten wir als Lösungen von dieser trigonometrischen Gleichung x gleich Pi Viertel plus 2kpi. Wir zeichnen diese Winkel im trigonometrischen Kreis ein und stecken sie in die Lösungsmenge hinein. Wir vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Und unsere Übung ist beendet.